Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Yoshi's Woolly World. Wir beschäftigen uns heute hier mit Level 3, 6 und zwar ist das Labyrinth voller Pfosten. Ja, das klingt ja. Ein Spieler, die waren gratis, ne? Alle Wollknolle werden groß. Wassermelonen. Nicht in Abgründe stürzen ist immer von Vorteil. Wir nehmen das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwie hilft, aber das weiß man ja auch vorher immer nicht. Okay, es ist nicht Schnuffels Schuld. Oh, spielen wir wieder mit Schnuffel in dem Level. Mal schauen. Okay. Scheinbar müssen wir runter. So wie das aussieht. Ich gucke erstmal hier vielleicht irgendwo in der Wand oder so, aber ich glaube nicht, ne? Okay, es geht im... Ah, nee, da ist nix. Okay. Es geht immer weiter runter. Ich habe Angst. Ah! So. Moment. Na guck mal, direkt einen Wollknäuel bekommen. Ich habe jetzt schon ein paar Tage kein Yoshi mehr gespielt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. Aber sehen wir dann ja. okay. So und so und dann so und erstmal Wolle holen. Aber das hier sind nicht die Pfosten, oder? Ich mag diese Stampfdinger nicht. Da muss man immer so viel denken. Denken ist nicht so meins. Hier unten irgendwas? Nee. Da drunter ist doch bestimmt auch noch was, oder? Hier? So? Nein? Na gut. Dann halt wieder runter. Hier habe ich garantiert irgendwas übersehen. Da habe ich sowas von was übersehen. Moment. So. So. Uah. Da ist eine Sonne und es ist Sonne Nummer 1. Okay, dann habe ich die schon mal nicht übersehen. Da oben kommen wir aber auch von der anderen Seite nur dran, ne? Moment, jetzt erstmal hier gucken. Aber da komme ich ja so auch nicht dran, ne? Das stürzt sich gleich ab. Oder? Nee, okay, tue ich nicht. Hier lang? Oh Gott, der Level stresst mich jetzt schon. Da? Herzchen? Und da? Achso, Moment. Nee. Aha. Wie komme ich dann? Dann muss ich wieder hoch, ne? Komme ich wieder hoch? Ich komme nicht wieder hoch, ne? Zumindest nicht hier lang. Da komme ich aber. Komme ich da runter? Nee. Hallo? Da brauche ich einen Schlüssel für. Aber das nur anschießen hilft nicht, ne? Nee. Bin ich jetzt stuck? Geht das? Dass man in diesem Level wirklich nicht mehr weiterkommt? Das hilft aber auch nichts, oder? Da ist auch noch was. Uah.
Hallo? Ach, das ist der dezente Hinweis, dass es sich dabei um das Ding da handelt. Okay. Ich will trotzdem erstmal das ganze Geld hier. Dann nehmen wir uns noch einiges an Wolle mit. Ich glaube, wir werden viel übersehen in diesem Level, weil ich wahrscheinlich einfach nicht weiß, wie man da hinkommt. So, Moment. Runter und runter und noch mehr runter. Und dann haben wir das Wollknäuel. Und dann müssten wir jetzt hier lang können. Dann kann man das nehmen. Ah, oh. So, dann kann ich jetzt hier drauf. Sehe ich das richtig? Und hier ist die Halbzeit, aber da geht's weg. Ich will noch nach da oben. Ich gehe noch mal gerade oben lang. Moment. Renne. So. Und hui! Ja. Gottchen. Erstmal so, dass man da auch wieder drankommt, bitte. So, okay, da kommen wir jetzt aber definitiv nicht hin, weil das geht ja nur in die Richtung. Hier geht es nicht mehr weiter, aber da kommt man scheinbar von der anderen Seite aus hin. Deswegen, hier komme ich so auch nicht lang, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Stress. Okay, hier kommen wir jetzt auch nicht zurück. Das... Interessant. Uah. Ach, das ist auch so ein Hochschmeißding. So. Und dann so, aber ich will nach da oben. Okay. Das ist nur so ein Drehding. Das schmeißt mich auch nach oben. Und zwar wohin genau? Aha. Von hier bin ich gekommen? Nee. Das hilft mir ja jetzt auch nichts, ne? Ich habe immer Angst, hier weiterzugehen irgendwo. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ah, das ist schon das Letzte. Ja gut, dann, ne? Aber das heißt, wir kommen auf jeden Fall noch weiter zurück. Das heißt, wir können... Bis jetzt kommen wir, glaube ich, überall hin wieder zurück. Also es ist nicht schlecht. Ja. So, wie war das? Da kamen wir jetzt nicht hin. Deswegen müssen wir hier auf die Braune. Und da oben müssen wir noch irgendwie hinkommen. Also irgendwie Richtung hoch. Da. Und da. Und da. Und dann geht's hier. Und da. Moment, muss man da vielleicht so und dann so und dann so und das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Und dann kann man das hier doch schieben. Ah. Und da müssen wir jetzt noch irgendwie... Moment, dann machen wir so. Ah, Moment. So. War ich hier schon? Aha. Und dann so und so. Und dann so. Und dann kommt man so bestimmt auch dahin. Aber ich will erst noch gucken, ob das hier mir irgendwas bringt. Na gut, nee, aber mit dem kommen wir, müssen wir ja wieder da nach links kommen, ne? Ja. Und ja. Und das. Und wir haben den Schlüssel, den wir brauchen. Nein. Nein. Eh.
unten so. Und dann müssten wir ja auch nicht da lang kommen. Mir fehlt noch. Und das war's? Als ob. Okay. Moment, jetzt gehe ich. Da, so müsste ich da hinkommen. Okay. Ich fliege jetzt erstmal ein Stück. Vielleicht klappt das ja so. Ja. Dann müsste ich da ja eigentlich nur ein bisschen gezielt um die Ecke fliegen, oder? Sehe ich das richtig? Oh, geht doch. Halleluja. Herzchen. Okay, brauche ich eigentlich nicht, aber was tut man nicht alles für die Herzen? Jetzt müsste ich hier auf der richtigen Ebene sein, ne? Moment. Erstmal, bevor wir gleich... Geh weg. So, jetzt haben wir die. Das heißt, wir haben eine dazwischen vergessen. Weiß ich, wo die ist? Aber hier sollte sie angeblich jetzt noch runtergehen. Jetzt sind wir wieder hier. Ne, da hinten hatten wir ja alles, ne? Zwei Wollknäule in der Mitte fehlen uns noch. Puh. Ich weiß bestimmt, wo die sind. Mir fällt das jetzt gerade dann halt einfach nur nicht ein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich, ja. Und dann so und so. Nein, das schaffe ich doch jetzt wieder nicht hoch. Oh Mann, oh. Jetzt muss ich gleich irgendwie vor allem wieder zu diesem Ding mit dem Schlüssel finden. Das wird auch schon bei meiner Orientierung, wird das interessant. Ich sag ja, ich habe einfach schon zu, das wird nichts, zu lange kein Yoshi mehr gespielt. Aber wie gesagt, wir müssen ja eh zurück, ne? Hier ging es auch noch zurück, oder? So. Da ging es auch noch. Ach, da kommen wir nicht mehr. Da oben. Aber wie kommen wir da hin? Moment, mal gucken. Das ist machbar, oder? Ansonsten. Geht doch. Da fehlt nur eins. Vielleicht. Obwohl das ja blöd ist, wenn uns das quasi. Ich meine, wir haben jetzt einen Schlüssel, aber das ist ja das, das dritte, was uns fehlt. Ich gucke nochmal von vorne aus. Hier ist nix. So, hier kommen wir jetzt wieder nach recht weit vorne zurück. So. Okay, da zurück kommen wir nicht mehr. Also einfach ist definitiv anders. Das hatten wir schon. Hier glitzert was. Es glitzert. Warum glitzert das? Ich sehe, dass es da glitzert, aber wie komme ich da hin? Manu!
Oder ist es einfach die Paillette, die da glitzert? Ich glaube, das ist die Paillette, die da am Glitzern ist, ne? Gut, da auch nicht. Hier war aber auch nichts mehr, oder? Nee, hier war wieder nur dies mit... Hier ist auch nichts Wichtiges mehr. Oh, keine Ahnung, ich gehe jetzt weiter. So leid mir das ja tut, aber ich weiß nicht, wo ich was übersehen habe. Hallo. Dann gehen wir dann einfach mal durch. Vielleicht versteckt sich da ja mysteriöse Art und Weise irgendwas. Okay. Hui! Huch. Irgendwas auf Zeit? Wieder runter? Nein, geht nicht weg, geht nicht weg, geht nicht weg, geht nicht weg. Nein! Verdammt! Na egal. Das ist ja nichts, was man nicht zur Not wiederfindet. Schade, nicht mal eine Sonne. Na egal. Ach, schön. Schön, schön. Wir waren nicht so erfolgreich. 20 Herzchen immerhin. Ja, eine Sonne fehlt. Zwei Sonnen fehlen, ein Wollknäuel. Ich will den Level nicht machen. Ich brauche einen schlecht bezahlten Praktikanten, der sowas für mich macht. Aber es steht auch nichts in den... Normalerweise stehen da immer, bin blind, wo ist Nummer 3? Ja, die finde ich auch nicht. Naja. Schade, kein neuer Yoshi, aber dafür ein neuer Level. Und zwar... Oh, was mit Regenbogen? Ich freue mich, da gibt es bestimmt einen Regenbogen-Yoshi, den will ich haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Yoshi's Woolly World. Bis dahin, tschüssi!